Takeaways aus der vergangenen KW 30 2020. Und zwar habe ich meinen Monat Kaffee-Detox ohne Kaffee überlebt. Ging besser als gedacht. Wirklich hart war nur die erste Woche bzw. die ersten 4 Tage, wo ich gemerkt habe, ich bin eigentlich immer doch ziemlich müde. Und danach ging es eigentlich. Bisschen anders als mit Kaffee. Ich mache Tracking mit Oura Ring, mit den Schlafwerten. Die wurden jetzt nicht dramatisch besser, wie ich mir gehofft habe, aber das lag eben halt auch daran. Ich denke mal, dass ich Koffein relativ schnell abbaue und auch, dass es hilft, dass ich nach 16 Uhr bzw. meistens 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinke, also dass das eben halt noch Zeit hat, sich abzubauen. Und das ist insofern ganz nett, wenn man ein Genussmensch ist und Kaffee mag. Meine Frau kann zum Beispiel keinen Kaffee ab und die ist von einer, keine Ahnung, kleinen Schluck oder sowas, die ist 20 Stunden wach, kann nicht schlafen, gar nichts. Also das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Aber sie mag auch keinen Kaffee, also insofern ist das nicht so schlimm. Und ich werde, obwohl ich seit Freitag wieder Kaffee trinken darf, werde ich das noch ein bisschen verlängern, diese Zeit. Und zwar ist es nun so, dass ich seit Urzeiten eine Trainingspause habe. Ich glaube, das ist meine erste Trainingspause seit... Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich kann raten, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich meine Trainingspause gemacht habe. Ich habe sonst jede Woche eben halt immer mein Training gemacht. Und insofern denke ich mal, dass es mein Organismus vielleicht auch mal ganz gut tut, mal eine Pause einfach zu haben. Und natürlich habe ich festgestellt, ich werde eben halt aus Grund von weniger Bewegung ein kleines bisschen molliger. Aber das ist gut, weil ich weiß, dass mein Körper normal funktioniert. Hätte ich jetzt gesagt, okay, ich trainiere nicht mehr, ich reduziere meine Kalorienaufnahme, dann wäre das jetzt nicht passiert. Allerdings, ich habe Heilungsprozesse, die in meinem Körper stattfinden sollen. Insofern ist es auch Vorteil, etwas im Plus zu sein. Ja? Etwas im Plus, ne? Das ist die Definition davon. Nicht reinschaufeln, was geht, ich heile dann schneller. Kleines bisschen mehr reicht. Und kleines bisschen mehr ist dadurch gegeben, dass ich so esse wie vorher. Aber dadurch, dass ich keinen Sport mache, ist das eben halt mehr, als ich brauche. Ja, nächste Woche geht es wieder los. Ich freue mich derbe drauf. Und das ist der Punkt, warum ich auch dieses Kaffee-Detox, hört sich doof an, ich trinke einfach kein Koffein, verlängern. Weil ich habe festgestellt, dass meine Denkprozesse stark abhängig sind von meinem Training. Kurz gefasst, ich denke besser und schneller, wenn ich Sport mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur darauf zurückzuführen ist, dass Sport allgemein die Sauerstoffaufnahme im Blut und damit eben halt auch im Kopf verbessert. Oder ob das noch weitere psychologische Geschichten sind. Aber ich habe für mich festgestellt, mit Bewegung läuft die Birne besser. Und das ist vielleicht etwas, was du dir mitnehmen kannst, wenn es nicht so läuft. Einfach auch mal einen kleinen Spaziergang machen, ein paar Strecksprünge oder sowas, dass dieses Herz und die Atmung in Wallung kommen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die jeder mit in seinen Alltag mit reinnehmen kann. Naja, und auf jeden Fall, weil ich eben mal feststellen will, wie ist das mit Kaffee und wieder vernünftigen, schönen, harten Training, verlängere ich das einfach. Interessiert mich. Tja, und dass ich jetzt eben halt, ja, was ist das, 2 Kilo zugenommen habe, das ist nicht viel.
Ja? Zumindest nicht mit jemandem, der meinen Grundumsatz hat. Da ich viel Muskelmasse habe, kann ich sehr, sehr schnell Fett verlieren, wenn ich es möchte. Und das ist eben halt das Geile, wenn man eben halt schon ein paar Jahre trainiert hat, dementsprechend viel aufgebaut hat, dass man sich wesentlich einfacher auf irgendwelche Sachen vorbereiten kann. Das ist sehr, sehr schön. Und für alle anderen heißt es einfach anfangen. Anfangen zu trainieren, anfangen sich mit Ernährung zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn du das drauf hast, dann ist das einer der Schlüsselkomponenten für ein kraftvolles, freudvolles, ja, und daher meistens auch gesundes, langes Leben. Insofern, go for it. Aber das ist nicht neu. Also, das hat schon Georg Hackenschmidt propagiert und das ist über 100 Jahre her. Das ist wirklich nicht neu. Aber wenn man es noch nicht kennt, dann ist es gut, wenn man Hilfe an seiner Seite hat. Und ja, daher meine Frage mal an dich. Ich würde gerne auch etwas von dir lernen. Und zwar, was hast du denn letzte Woche festgestellt? Was gab es, wo du sagtest, das hat bei mir gut funktioniert oder ich glaube, wenn ich das mache, funktioniert das nicht so gut. Ich würde gerne auch von dir lernen, dass wir uns ein bisschen austauschen. Und selbstverständlich, wenn du Fragen hast, ja, schreib mir einfach kleine Notiz oder wie macht man heute so, ne? Also dieses Schreiben ist ja mal weniger. Übrigens, das ist noch einer der Haupt-Takeaways, die du mitgeben kannst. Wenn du jemandem nah sein willst, schreib mal mit der Hand. Okay, hab eine fantastische Woche. Mach was draus. Viel Spaß dabei. Und ja, lass uns alle schön leben. Lass uns alle sehen, dass wir so ein bisschen Sonne verbreiten. Also gerade hier in Hamburg, ihr hört das leichte Tröpfeln, bisschen Regen, aber das heißt nicht, dass wir hier nicht die Sonne scheinen lassen können.